Einen Film zu drehen ist teuer, sehr teuer. Kameras, Ton, Licht, Techniker, Schauspieler. Ein durchschnittlicher Schweizer Film kostet zwischen 2 und 6 Millionen Franken. Dass ein Film, der nicht fürs Fernsehen produziert wird, dieses Geld wieder einspielt, kommt selten vor. Wer in der Schweiz einen Film drehen will, stellt in der Regel einen Antrag auf Filmförderung. Über diesen wird dann in einem Sitzungszimmer im Bundesamt für Kultur entschieden, wo jährlich 30 Millionen Franken Filmsubventionen verteilt werden. Das ist jetzt ein sogenanntes Gesuch für einen langen Spielfilm. Also ein paar hundert Seiten, die man eingeben muss, damit man einen erhöhten Beitrag bekommt. Und da müssen wir uns darüber schaffen, aber auch unsere Expertinnen und Experten. Und wie viele solche Dossiers kommen Sie über ein Jahr? Also insgesamt über alle Förderinstrumente sind es rund 680 Gesuche pro Jahr. Hinter jedem dieser 680 Dossiers steht monatelange Arbeit. Drehbuch, Budget, Verträge. Die Geldsumme bleibt gleich, aber immer mehr Filmemacher bewerben sich darum. Wir stellen eigentlich eine Verdreifachung der Filmgesuche ab in den letzten 5 Jahren. In allen Disziplinen, aber vor allem mit den attraktiven Disziplinen wie Spielfilme, also lange Spielfilme oder auch Kurzspielfilme oder natürlich auch Drehbücher. Warum möchte in der Schweiz plötzlich jeder Filme drehen? Ein Grund ist sicher auch der enorme Anstieg von Absolventinnen und Absolventen von Filmschulen, die auf den Markt kommen, die eine lange, teure Ausbildung hinter sich haben und natürlich auch für ihren Beruf leben. Und andererseits sind natürlich die bestehenden Filmschaffende ebenfalls auf dem Merit. In Zürich können Studenten heute das Filmhandwerk an der Hochschule der Künste lernen. Sie ist eine von 4 Ausbildungsstätten, die in den letzten Jahren in der Schweiz entstanden sind. An der ZHDK erklärt man den Ansturm auf das Metier mit der steigenden Bedeutung der audiovisuellen Kommunikation. Ich glaube, es ist sogar gut, dass es mehr geworden sind. Ich finde es auch gut, dass es mehr gesucht gibt, weil das ist wie im Sport. Welcher Sport will keine Juniorenförderung? Stellen Sie sich Roger Federer vor, der sich einsetzt dafür, dass möglichst wenig junge Tennis spielen in der Schweiz. Man braucht viel. Man braucht viel, damit die Besten weiterkommen. Wenn mehr Autoren um den gleichen kleinen Kuchen kämpfen, müssten junge Filmer im Durchschnitt 5 Jahre auf eine Finanzierung warten und Profis haben keine Planungssicherheit mehr. Marcel Höhn war während seiner langen Karriere der erfolgreichste Filmproduzent der Schweiz. Im letzten Herbst warf er das Handtuch. Ich habe es so erlebt, dass ich die letzten 3 Spielfilme nicht mehr finanzieren konnte. Die Filmförderung, entweder die eine oder die andere, nicht mitmachen wollte. Und das war dann auch der Grund, wieso ich entschieden habe, jetzt ein Jahr früher aufzuhören als geplant. Die Solothurner Filmtage in den 70er Jahren. Die wenigen Filmregisseure waren unter sich und Marcel Höhn konnte nach seinem Hit Schweizermacher gleich den nächsten Film in Angriff nehmen. Am Zürcher Filmfestival wurde er für sein Lebenswerk geehrt. Filme zu drehen sei heute ein Jekami geworden. Und dadurch ist es immer schwieriger geworden, als Produzent eine gewisse Planungssicherheit zu haben. Es wird immer zufälliger, welche Filme zustande kommen und welche nicht. Filme zu drehen wird so in der Schweiz immer mehr zur Lotterie.